Hallo und willkommen zu einem Review auf meinem YouTube-Channel. Heute geht es um die E&C EastCrane SMR16 und im Lieferumfang enthalten sind zwei Midcap-Magazine, drei Rails zur Montage an der Geiselle oder Geisli Rail, dann noch eine Bedienungsanleitung und ein Poster, dann natürlich die Waffe selbst. Das war's. Schauen wir uns mal die Verarbeitung der SMR16 im Detail an. Erstmal erster Eindruck, ausgepackt aus dem Karton, fand ich, ist die Waffe wirklich gut verarbeitet. Sie liegt vom Niveau ein bisschen unter der von VFC, aber das liegt unter anderem daran, dass die Farbe hier vor allen Dingen vorne an der Geiselle Rail ein bisschen irgendwie dick aufgetragen ist. Zumindest fühlt sich das so an. Und dann haben wir auch hinten im Gehäuseende, dort wo die Sling Mount ist, haben wir ein Loch, wo man ein Kabel lang gehen sieht. Das finde ich jetzt auch nicht so toll. Und ja, das sind so Abzüge oder dass hier der MagCatch halt eben hin und her klappert. Da ist ein bisschen viel Spiel drauf. Das ist auch nicht so toll. Was mir auch nicht gefällt, das gehen wir mal ein bisschen mehr ins Interne von der Waffe. Das Hop-Up lässt sich ziemlich schwierig einstellen. Das heißt, ihr müsst aufpassen, dass euch die Fingernägel nicht abbrecht. Also das sitzt so straff, das Einstellrad, schwierig einzustellen. Also mit Handschuhen könnt ihr es sowieso vergessen. Also so schwergängig müsste es dann doch nicht sein. Und das nächste ist, der Schaft. Von der Verarbeitung her ist das gut, fässt sich auch gut an. Aber hier einen Akku einzusetzen, ist wirklich grausam. So, der Akkuwechsel ist ein normaler Submatschaft, nicht der originale wie von der VFC. Das heißt, ihr drückt hier die beiden Nasen hier zusammen, dann könnt ihr den Deckel, der ein bisschen fest sitzt, abfummeln. So, kriegt ihr die Gummiabdeckung ab und könnt dann hier mit der Nase die Abdeckung raushebeln. Nach deiner ganzen Geschichte, ihr habt hier oben eine kleine Auskerbung. So, und jetzt versucht mal einen normalen Akku hier einzusetzen, der jetzt nur in die Stocktube reinpasst. Das heißt, ihr müsst den ganzen Schaft immer abnehmen, weil hier bekommt ihr keinen Akku durch. Endlich. So, und dann die Kappe wieder aufzusetzen, ihr habt die kleine Aussparung, die hier, damit ihr die Kabel nicht einklemmt. Und dann ja, ist das Akkufach wieder geschlossen. Zur Waffe selbst intern ist er gegenüber dem VFC-Konkurrenten auf jeden Fall besser verarbeitet. Wir haben hier ein EFCS-Core-System von Begadi drin. Das ganz normale MOSFET mit Akkuüberwachung und Zyklenüberwachung. Das heißt, die Waffe kann nicht jammen. Dann hat die Waffe auch ein Federschnellwechselsystem. Jedoch müsst ihr die Gearbox komplett ausbauen. Also so ist schon ein bisschen komfortabler, aber ja, ihr müsst ihr komplett zerlegen, also nicht ganz so toll. Von Haus aus, was natürlich gut ist, ist ein 13 Zähne Sektor-Gear hier drin, das heißt, das Ansprechverhalten ist sehr gut. Hier ist aber, da die Waffe auf 1,8 Joule schon kommt out of the box, bestimmt eine M130 oder M140 ganz sogar drin verbaut. Das solltet ihr beachten, wenn ihr die Feder wechselt und ihr von der Energie niedriger kommen wollt. Was ich auch noch positiv finde, ist, dass an der Geiselle Rail, wie ihr seht, Stahlhülsen mit Gewinde eingepresst worden sind und ihr dadurch die Mounts, die drei, die im Lieferumfang mit enthalten sind, auf jeden Fall ohne Bedenken fest anziehen könnt, die Schrauben, sodass ihr hier nicht direkt ins Alu reinschraubt und ihr das Gewinde kaputt macht. Das ist auch gut. Haben sie mitgedacht, finde ich schön. Auch hat die Waffe vorne ein 14 mm Negativgewinde. Ihr könnt hier Schalldämpfer und andere Flashschalter aller Art draufbauen und installieren. Um das Hop-Up einzustellen, müsst ihr den Durchladehebel nach hinten ziehen. Das Blech wird dann gehalten, könnt ihr dann am Ende lösen hier, indem ihr den Verschlussfanghebel nach unten drückt. Der ist beidseitig vorhanden. Dann könnt ihr das Hop-Up einstellen, den 3 erhöhen, indem ihr das nach unten dreht. Aber wie gesagt, das geht sehr schwergängig. So, und hier seht ihr den Lauf und die Hop-Up-Kombination. Ihr seht, das ist ein ganz normaler Hop-Up-Gummi, der einen Buckel macht, also keine konkave Fläche, jetzt Maple Leaf oder ähnliches. Das erklärt auch, warum die Waffe, werdet ihr in Schusstesten gleich sehen, nicht so präzise ist wie jetzt ein System mit Maple Leaf. Es funktioniert, aber ist jetzt nicht so ja, der Hit. So, noch eine Sache, um den Upper vom Lower zu trennen.
bei allen M4s oder bei den meisten ist es so, dass ihr einfach diesen vorderen Pin rausdrückt und dann den Upper einfach vom Lower abziehen könnt. Hier gibt es jetzt aber eine Besonderheit. Und zwar bleibt eine Kante vom Upper Receiver hier genau an diesem beidseitigen Mac-Catch hängen. Bolt-Catch. Und jetzt könnt ihr den Lower einfach vom Upper trennen. Also die Kante, die drückt nämlich hoch und bleibt dann hier genau hier an der Kante hängen. Und dann habt ihr schon die beiden Teile in der Hand. Ja, kein Problem. Okay. Nee, da fehlt der Waffe einfach die Präzision. Das hängt nach meiner Meinung am Hop-Up-System, am Gummi und am Tensioner. Die hoppt zu unkonstant auf die Distanz. Sie geht mal links, mal rechts, mal oben, mal unten. 50 Meter und alles, was drüber ist, ist Glückssache. Kommen wir zum Fazit der E&C SMR 16. Positiv finde ich die Verarbeitung. Trotz der kleinen Dinge, die ich erwähnt hatte, ist die Verarbeitung doch ganz gut. 4 von 5 Sterne würde ich dafür geben. Die Technik ist auf jeden Fall fortschrittlich und der VFC Konkurrenz überlegen. EFCS, Federschnellwechselsystem und 13 Zähne Sektorgear, natürlich ein Vollmetallpisten, was will man mehr? RAL 8000, die Farbgebung, auch was Positives. Die Farbe ist einfach ein Hingucker, ich finde sie toll. Neutralpunkt ist der Federschnellwechsel. Ja, ich habe ihn gerade als positiv erwähnt, aber ihr müsst die komplette Gearbox entnehmen.
Da gibt es bei der Syma Nova speziell jetzt eine bessere Methode, direkt durch die Stocktube. Negativ finde ich den Schaft. Ja, da passen vielleicht große Akkus rein, aber mir ist das trotzdem zu fummelig, durch die kleine Öffnung da Triple-Stick-Akkus zu installieren oder wieder rauszufummeln. Und einzelne Akkus in die Schaftröhre einzusetzen ist auch nicht möglich, ihr müsst den Schaft abbauen. Auch was mich groß stört an dem Modell ist leider das Kabelloch, was ihr hinten am Gehäuseende habt bei der Sling Mount. Trotz alledem würde ich euch die Waffe empfehlen und ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.